Herzlich willkommen bei diesem Geburtshoroskop-Analyse nach indischen Astrologie. Die indischen Astrologen berücksichtigen die Präzession und berechnen ihren Horoskopen anderes. Andere Berechnung, andere Ergebnis, nicht wundern, wenn ich erzähle, wo Sonne, Mond, Aszendent und die Planeten sich befinden, es ist anderes als in westlichen Astrologie. Liebe Leida, ich grüße dich, das ist dein Geburtshoroskop-Analyse Teil 2. In Teil 1 habe ich erklärt, was ist ein Geburtshoroskop und was bedeuten die einzelnen Lebensbereiche. Und jetzt geht um das Wesentliche, um dein Geburtshoroskop. In diesem Augenblick, wo du geboren bist, wann du geboren bist, dein erstes Atemzug ist die Tierkreiszeichen Stier in Osthorizont aufgestiegen wie ein Sonnenaufgang. Das war die erste kosmische Energie, die dich begrüßt hat hier auf dem Erdenleben. Und das beeinflusst dein Aussehen, beeinflusst dein Auftreten, beeinflusst deine Persönlichkeit und so bist du auch wahrgenommen. Du bist ein Kind davon. Ich könnte auch sagen, du hast von Tierkreiszeichen Stier wie eine Art Kostüm bekommen, das gehört zu dir, das ist ein Geschenk und das trägst du von Geburt bis zu deinem Lebensende, weil die Tierkreiszeichen Stier und auch Venus, weil Venus herrscht über den Tierkreiszeichen Stier, begleitet dich bis zu deinem Lebensende. Und das heißt, das ist dein Aszendent. Also Stier hier im ersten Lebensbereich, das ist dein Lagna oder dein Aszendent. Die Tierkreiszeichen Stier gehört zum Erdeelement und das prägt dich. Und das sind Bedürfnisse, Grundbedürfnisse nach Sicherheit, nach Stabilität, nach Struktur. Und die Tierkreiszeichen Stier hat einen Bezug zum Besitz und Geld. Und diese finanzielle Sicherheit ist dir auch wichtig. Wie ich schon sagte, Venus ist die Herrscherplanet über den Tierkreiszeichen Stier und das hat auch einen Einfluss auf dein Aussehen und dein Auftreten. Und das ist schon weiblich und sehr kreativ, zeigt auch Schönheit, ein guter Geschmack, aber die Stier achtet nicht nur auf die Aussehen, sondern die Stier achtet auch auf die Umgebung. Das muss immer alles schön sein. Außerdem, Stier vermittelt sehr viel Ruhe. Die Stier darf man aber nicht reizen, sonst sollte man lieber aus dem Weg gehen. Aber grundsätzlich, Stier strahlt sehr viel Ruhe aus. Und so nehmen die Menschen dich auch wahr. Natürlich ist es angenehm, bist auch sehr gastfreundlich. Und somit machst du dich sehr beliebt. Worauf achten sollst, dieses Festhalten. Stier neigt dazu, etwas unbeweglich zu sein oder neigt dazu, etwas festhalten zu wollen. Manchmal sogar zum Eifersucht. Der zweite Lebensbereich hat mit Werten und auch mit Besitz etwas zu tun und dazu gehört Wertschätzung, Selbstwertgefühl und auch die Finanzen. Energetisch hängt das Hand in Hand zusammen.
Und das betone ich immer wieder, wenn jemand diese Denkmuster hat, ich bin es nicht wert, ich habe das nicht verdient, dann verdient es auch nicht. Dann hat eine falsche Einstellung zum Werten. Stattdessen sollen wir umdenken und sagen, ich bin es wert, ich habe das verdient, ich habe das schon in Besitz, immer in Gegenwart. Und auf die Gefühle auch achten. Schuldgefühl löst Schulden aus. Verlustangst führt dazu, dass etwas verloren geht, manchmal das Geld. Immer auf den Gefühlen achten und ein gesundes Selbstwertgefühl stärkt auch die Finanzen. Hier hast du die Tierkreiszeichnende Zwillinge. Die Tierkreiszeichnende Zwillinge beeinflusst dein Selbstwertgefühl und dadurch hat ein Einfluss auf die Finanzen. Dazu erzähle ich die mythologische Geschichte aus der klassischen griechischen Mythologie. Leda war eine Königin, eine schöne Frau. Und der Himmelsgott Zeus liebte schöne Frauen und verführte Leda. Und Leda wurde schwanger. Leda war aber verheiratet mit dem König von Sparta. Und Leda wurde von ihm auch schwanger und sie gebar den Zwillingen, Kastor und Pollux. Kastor war der Sohn von König, also menschlich und sterblich. Pollux war der Sohn von Zeus, von Himmelsgott, also göttlich und unsterblich. Und dann kam die Zeit, wo Kastor sterben müsste und Pollux ging zu seinem Vater und sagte, ja, ich möchte auch sterben, ich kann das nicht zuschauen und meinen Halbbruder alleine lassen, ich will auch nicht alleine bleiben. Und Zeus sagte zu ihm, nein, du musst nicht sterben, da gibt's auch eine Lösung, ich mache euch beide unsterblich. Und Zeus hat den beiden Zwillingen im Himmel gesetzt. Und diese Geschichte erzählt uns Folgendes. Unsere Seele ist ein Teil von den göttlichen Schöpfung. Unsere Seele ist in unserem Inneren. Das heißt, wir haben in uns eine göttliche Funke. Und diese seelische, das ist unsterblich, weil das ist göttlich, das ist Pollux. Die Seele macht aber eine Lebenserfahrung hier auf die Erde und wählt einen Schicksalsweg aus. Für eine begrenzte Zeit. Und das hat einen Anfang, das ist unsere Geburt und hat ein Ende, das ist unserem Tod. Und das ist die Teil Kastor. Aber die beiden sind miteinander verbunden. Und wenn wir nach innen schauen, und in Verbindung sind mit unserer Seele oder kümmern um unsere Seelen und verspüren diese göttliche Quelle, was nichts anderes ist als die Intuition und wir verspüren die Verbindung zum Gott, dann haben wir einen anderen Bewusstsein. Das ist ein höheres Bewusstsein. Dann erkennen wir sind Gottes Kinder. Und dann kommen wir zu diesem Spielerischen, diesem Leichtigkeit, was die Zwillinge auch vermitteln. Und das ist ein gesundes Selbstwertgefühl. Und die Zwillinge zeigen den Weg zu dieser Quelle. Außerdem über die Tierkreiszeichen Zwillinge herrscht Merkur. Und Merkur ist der Planet für die Kaufleute und sorgt auch für
gute Verträge und damit kannst du die Finanzen verbessern. Der dritte Lebensbereich sind die Erinnerungen an die Schulzeit. Und diese Erinnerungen zeigen, wie haben wir das erlebt damals? Und wie war der Kontakt zu Geschwistern oder anderen Kindern in der Schule? Und diese Erinnerungen bleiben. Und das zieht sich wie rote Faden in unserem Leben. Das kann uns stärken, kann auch bedeuten, dass damals diese Stärke nicht gezeigt haben und haben uns nicht behauptet. Und dann später müssen wir das lernen im beruflichen Umfeld. Uns durchsetzen, uns behaupten, auch gegen Konkurrenten, aber manchmal auch gegen Geschwister oder Verwandten. Und hier hast du die Tierkreiszeichen Krebs. Die Tierkreiszeichen Krebs gehört zum Wasserelement. Und Wasserelement hat immer mit Gefühlen was zu tun. Und das ist ein bisschen empfindlich. Und damals in Schulzeit hast du das oft erlebt, dass andere Kinder dich verletzt haben. Und du hast diese Verletzungen. Entweder hast du dich dann behauptet und hast du dich gewehrt, kann auch sein. Dann hast du ein Elefantenhaut angeeignet und das stärkt dich im Leben. Aber wenn du dich zurückgezogen hast und nichts gesagt hast, andere ja nicht verletzen, dann kommt es natürlich später, weil das Leben spiegelt dir das wieder, oft im beruflichen Umfeld, wo du dich dann wirklich behaupten sollst. Krebs bedeutet auch Intuition. Eine ganz tiefe, intuitives Wissen. Und hier im dritten Lebensbereich handelt es sich auch um Wissen. Hier im vierten Lebensbereich sind wir im tiefsten Punkt des Horoskopes. Wenn ich die runde Format betrachte, dann könnte ich sagen, hier ist die Wurzel des Baumes. Dann vergleiche ich das mit einem Baum. Und tatsächlich, so fühlt sich das auch an. Hier fühlen wir uns verwurzelt, verankert. Das sind unsere Ahnen, das sind unsere Herkunft, unsere Traditionen, unserem Zuhause. All das, was uns Halt gibt im Leben. Da haben wir die Basis, die Fundament und die ganzes Leben baut sich auf diese Basis auf. Natürlich zeigt auch die Wohnsituation und alles, was mit Immobilien oder Einrichtungen zu tun hat. Hier hast du die Löwe. Und Löwe liebt Luxus. Und du liebst es, diese Glanz. So dein Haus, deine Wohnung zu einrichten. Außerdem, was stärkt dich? Was ist die Basis? Was ist die Fundament in dein Leben? Du selbst. Weil die Löwe symbolisiert die Selbstbewusstsein. Über die Tierkreiszeichen Löwe herrscht die Sonne. Und so wie die Sonne die Zentrum unserem Sonnensystem ist, so fühlt sich bei Löwe das auch an. Die haben dieses Privileg, im Zentrum zu sein, im Mittelpunkt zu stehen. Und wenn du das ein bisschen aneignen kannst von Löwe und in manchen Situationen, vielleicht nicht immer, weil das ist nicht dein Wesen, aber in manchen Situationen hilft dir und das stärkt dich auch. Das wäre für dich die Basis. Im fünften Lebensbereich sind die Kinder, unsere Kinder, unsere Enkelkinder,
aber nicht nur das, sondern auch unserem inneren Kind. Und das sollen wir auch stärken. Immer wieder mal sagen, oh, ich bin so stolz auf dich, oder das hast du so gut gemacht. Solche Sätze stärken uns innerlich. Aber nicht nur das innere Kind, sondern die eigene Kindheit zeigt sich hier auch. Die Kinder spielen und zeigen uns etwas Wichtiges. Und wir können von Kindern vieles lernen. Dieses Spielerische. Und wenn wir das lernen, vielleicht nicht immer, aber in manchen Lebenssituationen hilft das auch, weil das ist die schöpferische Kraft. Und wir sollten unserem Leben schöpferisch gestalten. Und dazu gehört auch die Lebensfreude. Hier hast du die Tierkreiszeichen Jungfrau. Die Tierkreiszeichen Jungfrau ist eher zurückhaltend. Sehr klug, bescheiden, aber zurückhaltend. Ich könnte gut vorstellen, dass du in Kindheit viele Dinge gestalten wolltest oder wolltest du spielen und kam eine gewisse Kritik und wurde so etwas gesagt, dass sowas mag man nicht. Und das hat dich ein bisschen zurückgeworfen. Und hast du eher andere Kinder bewundert und warst du eher im Hintergrund? Hast du dich viel sicherer gefühlt? Im sechsten Lebensbereich ist die Alltag, Pflichten, Arbeit und Gesundheit. Hängt auch zusammen, weil wir können den Alltag bewältigen und arbeiten, wenn wir gesund sind. Hier hast du die Tierkreiszeichen Waage. Und das bedeutet, wenn das um die Gesundheit, um gesundheitliche Themen geht, dann achte immer auf den inneren Harmonie, auf dem inneren Gleichgewicht. Wenn das um den Alltag geht, um die Pflichten nachzugehen und Arbeit, dann brauchst du die Harmonie. Und die Arbeit zeigst du sehr viel Kreativität, Schönheit, Sinn, du liebst es auch. Entweder eine schöne Umgebung oder bist du sehr kreativ. Wichtig für dich ist im Arbeit die Gerechtigkeit. Wenn im Arbeitsplatz Ungerechtigkeiten gibt, das bringt dich aus der Ruhe, das bringt dich aus dem Gleichgewicht. Jetzt betrachten wir nochmal dein Aszendent Stier und das zeigt diesen Moment, wo du geboren bist. Und das heißt, in diesem Augenblick ist die Tierkreiszeichen Stier in Osthorizont aufgestiegen wie ein Sonnenaufgang. Im selben Moment ist die Tierkreiszeichen Skorpion in Westhorizont untergegangen wie ein Sonnenuntergang. Aber in dem Moment waren sie noch gegenüber und du hast hier was gesehen. Und das ist ein Spiegel, ein Spiegelblick. Und wir schauen in dem Moment auch in diesem Spiegel und das zeigt sich unserem Seelenpartner. Aber das ist wie ein Sonnenuntergang, geht alles nach unten. Und der untere Teil des Horoskopes symbolisiert das Unbewusste. Und das obere Teil symbolisiert das Bewusste. Und hier hast du die Tierkreiszeichen Skorpion und damit öffnet sich ein Tor, ein geheimes Tor zur Liebepartnerschaft. Und wie öffnest du das? Die Tierkreiszeichen Skorpion ist auch Wasserelement. Und das symbolisiert unseren Gefühlen. Und hier kommt die Transformation
die Gefühle. Und das bedeutet, es gibt zwei Systeme, zwei grundverschiedenen Systeme. Die eine hat mit den anderen nichts zu tun, aber gar nichts. Hier ist eine ganz klare Linie, eine ganz klare Trennwand. Die eine System sind Gefühle, die positiv sind, positiven Gefühle. Und das ist Dankbarkeit, Hingabe, Begeisterung, Zärtlichkeit, Fürsorglichkeit und Liebe. Das hat eine göttliche Quelle und das ist schöpferisch. Und mit diesen Gefühlen können wir unserem Leben schöpferisch gestalten. Die andere System, das sind die negativen Gefühle. Und zu negativen Gefühlen gehört Angst, Zweifel, Schuldgefühl, Wut, Aggression, Eifersucht, Neid und Hass. Das sind die negativen Gefühle. Neid und Hass ist die schlimmste, weil das ist zerstörerisch. Das wirkt zerstörerisch. Und das kommt nicht von göttlichen Quellen. Es gibt aber bei den negativen Gefühlen Paar, wo wir alle kennen. Wir alle kennen Angst. Wir alle kennen Schuldgefühl. Wir alle kennen Zweifel. Wir alle kennen auch mal Wut. Und da sind wir in einer so Grauzone. Es ist nichts Zerstörerisches dabei, aber die blockieren uns im Leben. Das sind die größten Stolpersteine in unserem Leben. Außerdem in dem Moment, wenn wir Angst zulassen oder wenn wir zweifeln, das schwächt uns und damit öffnen wir Pandoras Büchse und ein trojanisches Pferd kann jederzeit reinkommen und das sind Einflüsse von außen. Dann kommt ein Eingriff. Also deswegen ist sehr wichtig, von diesen Gefühlen verabschieden. Und wie machen wir das, wenn wir Angst haben? Weil die Angst ist da und das können wir nicht unter dem Teppich kehren. Die Angst kommt immer wieder. Dann können wir zwei Sachen tun. Entweder nehmen wir das wahr mit Humor und wir sprechen das an. Guten Morgen, liebe Angst, schön, dass du wieder mich besucht hast. Das finde ich mal ganz nett von dir, aber weißt du was, ich brauche dich nicht. Und tschüss. Und Türe zu machen. Die andere Möglichkeit, was auch schnell wirkt, umdenken. Sofort in eine andere Richtung denken oder etwas tun, was uns zum Lachen bringt, was uns begeistert. Die Angst verschwindet. Und damit können wir angstfrei leben. Und diese zwei verschiedenen System wird mit zwei Schlangen symbolisiert. Und das ist diese Kundalini-Energie. Weil die negativen Gefühle, das ist die eine Schlangenenergie, zieht die Energiefeld nach unten und blockiert und alles zerstört. Und die andere Schlangenenergie befreit sich von diesen Gefühlen und steigt die Energie nach oben und das ist schöpferisch. Und dann verspüren wir diese innere Kraft, wie Phönix aus der Asche. Das steigt die Energie. Und das ist diese Wandlung, was die Skorpion uns belehrt
Und hier herrscht Pluto. Und Pluto, bei Pluto gibt es alles oder nichts. Schwarz oder weiß, da gibt es keine vielleicht. Sondern Pluto bleibt konzentriert auf dem Wesentlichen. Und hier bei Skorpion geht es um die Gefühle. Und das ist diese Transformation. Und wenn du Verlustangst hast oder zweifelst an die Liebe oder manchmal bist du vielleicht eifersüchtig, das sind menschlich, das ist alles menschlich. Aber versuchen von diesen Gefühlen befreien. Wenn das gelingt, dann öffnet sich hier ein Tor zum Liebe-Partnerschaft. Im achten Lebensbereich ist der Tod. Und hier in diesem Bereich herrscht auch Pluto. Natürlich hat das auch mit Todesfall oder Erbschaft auch was zu tun. Aber das zeigt hier was ganz anderes. Das zeigt das Leben erhalten. Das ist Pluto-Energie. Und so wie ich das erklärt habe bei Skorpion, so ähnlich ist das hier im achten Lebensbereich auch. Und es ist nicht nur die Gefühle befreien von negativen Gefühlen, sondern im achten Lebensbereich zeigt von allem, was im Weg steht. Und das kannst du so vorstellen. Wir werden geboren. Und wir kommen nicht mit leeren Händen, sondern wir haben karmische Erinnerungen, Lebenserfahrungen, sogar Gefühle. Und das bezeichne ich wie ein Rucksack. Also wir werden geboren mit einem Rucksack. Mal symbolisch, stell dir das vor. Du hast einen Rucksack dabei. Und diesem Rucksack ist alles drin, was dich erinnert in früheren Leben. Natürlich auch viel Talente und Fähigkeiten, schöne Erinnerungen auch. Und du machst deinen Lebensweg, deinen Lebensschritte und dieser Rucksack füllt sich. Weil du machst nochmal Lebenserfahrungen, dann hast du auch Begegnungen, dann kommen Gefühle dazu. Und dieser Rucksack ist auf einmal voll. Und wenn das zu schwer ist, dann hast du einen ganz schweren Lebensweg. Und hier im achten Lebensbereich, diese Pluto-Kraft, diese Pluto-Energie sagt, stopp, stopp, halte mal an. Schau mal auf diesen Rucksack, was ist alles drin? Nimm mal dafür Zeit und überprüfe das. Was brauchst du nicht? Und da aufräumen. Das kann Gedankenmuster sein, was ich auch bei zweiten Lebensbereich erwähnt habe. Solche Gedankenmuster. Ich bin nichts wert, ich habe da gar nichts verdient, ich habe auch die Liebe nicht verdient. Sofort verabschieden von solchen Gedankenmustern, weil das blockiert auch. Dann Gewohnheiten, irgendwelche Gewohnheiten, wie jetzt fällt mir nichts anderes ein, wie Rauchen, wo du immer auch aufhören wolltest, dann sofort sagen, stopp, jetzt fasse ich das nicht mal an. Natürlich braucht man dazu auch Kraft. Also solche Gewohnheiten, was dich stört. Nur dann, wenn dich das stört. Wenn dich das nicht stört, dann kannst du gerne rauchen. Das darf niemand jetzt beurteilen, ob das für dich gut ist oder nicht, sondern du entscheidest für dich selbst. Wenn dich das stört, dann aufräumen. Oder Kontakte, zwischenmenschlichen Kontakten. Die gute, schöne Freundschaften bewahren und behüten, schätzen und ehren und dankbar sein dafür. Und es gibt immer wieder Kontakte, wo du schon längst sagen wolltest, nein, ich will das gar nicht. Dann sag das auch.
Das ist dein Leben, das ist deine Kraft, das ist deine Energie, das ist deine Zeit. Und das bestimmst du selbst. Und wenn du keine Lust oder keine Zeit hast für anderen, dann sagst du auch, nein, heute kann ich nicht. Also solche Kontakte auch aufräumen. Und dann kommen die Gegenstände dazu. Hast du ein Möbelstück im Haus, wo dich immer stört, weil erinnert dich an etwas oder an jemand, dann weg damit, wenn dich das stört. Oder Gefühlen, das habe ich auch erklärt, wie Angst, Zweifel, Schuld, aufräumen. Und dann passiert Folgendes. Dieser Rucksack wird immer leichter. Und hast viel mehr Platz zum schönen Dingen, zu schönen Begegnungen, zum schönen Gefühlen. Das ist eine ganz andere Lebensqualität. Plötzlich bekommt unserem Leben eine Qualität, weil du zu diesem Werten stehst. Und das ist diese Wandlung im achten Lebensbereich. Außerdem wird hier noch etwas gezeigt. Die zweite Lebensbereich liegt genau gegenüber und spiegelt etwas. Und da sind auch finanzielle Themen. Das gehört auch zum achten Lebensbereich. Investitionen, Erbschaften, das Geld von Partner oder Banken, Versicherungen, Finanzamt. All diese Themen gehören auch da. Hier könnte man sagen, hier sind die Tabuthemen wie Geld, Tod und Sex. Die Sexualität gehört auch zum achten Lebensbereich. Warum? Weil Pluto herrscht hier und Pluto zeigt, wie können wir das Leben erhalten bleiben, und das gehört nun mal auch dazu. Im neunten Lebensbereich sind die Reisen. Ausland, Auslandskontakte, aber auch innere Reise heißt Spiritualität. Und hier hast du die Tierkreiszeichen Steinbock. Die Tierkreiszeichen Steinbock ist streng in ersten Lebenshälfte, schränkt uns auch ein, ist auch alles so schwierig und so mühsam. Und so könnte ich das auch vorstellen, wenn es um Reisen geht. Aber hier im neunten Lebensbereich ist auch die höhere Bildung und die Prüfungen. Das könnte auch diese Schwierigkeiten sein. Aber im zweiten Lebenshälfte wirkt Steinbock vorteilhaft, unterstützt uns. Dann erlangen wir an ein Stück Paradies. Es gab die goldenen Zeitalter. Und in diesem goldenen Zeitalter herrschte Saturn. Und Saturn herrscht auch über die Tierkreiszeichen Steinbock. Und das ist Erde-Element. Es ist ein Stück Erde aus diesem Paradies. Und das, was wir hier lernen, weil Saturn belehrt uns. Aber wie kommen wir ins Paradies? Wenn wir Ziele setzen, wenn wir Ziele haben und wenn wir das nicht aufgeben, sondern daran glauben und konzentriert verfolgen wir unseren Zielen, egal wie steinig dieser Weg ist. Die Steinbock hat diese Geduld und Ausdauer und erreicht auch seine Ziele bis zur Spitze des Berges, was die Zielerreichung symbolisiert. Und wenn wir das erreicht haben, sind wir angekommen, dann haben wir mal ein kleines Stück Paradies in unserem Leben. Jetzt sind wir im Krone des Baumes, die Spitze des Horoskopes, und das zeigt genau diese Thematik. Wie erreichen wir unsere Ziele? Außerdem, wie bekommen wir Anerkennung und Respekt und Ansehen? Und wo liegt unsere Berufung? Und hier hast du die Tierkreiszeichen Wassermann.
Und das würde ich so erklären. Die Tierkreiszeichen Schütze gehört zum Feuerelement. Und das ist die Begeisterung. Die Schütze kann man von vielen Dingen begeistern, hat auch eine optimistische Haltung, ständig in Bewegung. Manchmal denkt, oh, da muss was Besseres noch sein. Aber wenn die Schütze orientieren kann, und das zeigt auch dieser Pfeil, weil dieser Pfeil zeigt die Zentrum unserer Galaxie der Milchstraße. Und das, was du hier auch lernst bei dieser Transformation hier im achten Lebensbereich, dann hast du die Richtung, also die Begeisterung, die Bewegung, dann die Richtung bestimmen, und das sind unsere Wünsche, genau das zeigt die Schütze, das zum Leben, und dann kommt die Steinbock dazu und sagt, okay, mich begeistert etwas, ich habe meine Ziele, jetzt sorge ich dafür, dass ich das auch erreiche, umsetzen im Tat, Erdeelement, das sind Taten. Und setzt es als Ziel und klettert hoch bis zum Spitze des Berges. Das ist Steinbock. Und die Wassermann sagt, für was strengt ihr so an? Ich bin schon oben. Das ist mein Geburtsrecht. Ich bin schon oben angekommen. Und deswegen habe ich so Weitblick. Und ich sehe auch vieles in Zeit voraus. Ich bin deswegen außergewöhnlich und einzigartig. Das ist Wassermann. Und es gibt auch diese Leichtigkeit, das ist Luftelement. Und die großartigen Ideen, die Ideenreichtum der Wassermann. Und so kannst du im Beruflichen einsteigen. Mit diesem Gefühl. Natürlich, bei einem Neuanfang muss erstmal anstrengen, dass man oben ist. Es geht gar nicht darum, dass du sofort die beste Position bekommst. Es geht um deine Einstellung und es geht um deine Gefühle. Mit diesen Gefühlen immer im Beruflichen einsteigen. Und dann kommen auch deine Ideen und dann kannst du das verwirklichen. Wassermann zeigt auch außergewöhnliche Lebensumstände, außergewöhnliche Begegnungen. Das ist alles Uranus-Energie, weil Uranus herrscht über Wassermann. Und das erlebst du im beruflichen Umfeld. Und genau diese Haltung macht dich einzigartig, außergewöhnlich, wo du auch Respekt und Anerkennung und Kompliment bekommst. Die 11. Lebensbereich sind die Wünsche, Hoffnungen und Freundschaften. Und wir sollen mit unseren Wünschen befreundet sein. Weil das, was uns unterstützt im Leben, sind unsere besten Freunde, unsere Wünsche. Und hier hast du die Tierkreiszeichen Fischen, Wasserelement. Und Wasserelement sind Gefühle. Durch deine Gefühle erreichst du deine Wünsche. Aber in diesem Sternbild sind zwei Fische. Auch astronomisch, die südlichen Fisch und den nördlichen Fisch. Die eine Fisch schwimmt in eine Richtung und hat ständig Angst und zweifelt an sich selbst, zweifelt an allem. Und hat selbst Mitleid und alle leiden mit und geht nichts voran. Das ist die eine Richtung. Und dann kann es sogar passieren, dass es solche Menschen in deiner Umgebung gibt und du hast Mitgefühl und setzt du dich ein, hilfst aber nicht damit, weil sie genießen das. Weil endlich bekommen sie Aufmerksamkeit. Einfach mal so stehen lassen, weil sie müssen sich umdrehen, raus aus dem Selbstmitleid und etwas bewegen in andere Richtung. Und das ist die zweite Fisch.
Und das sind die Träume und Visionen. Und das haben die Fische geboren. Das haben sie. Und hier ist der Reichtum verborgen. Auch der finanzielle Reichtum. Statistik zeigt, dass die meisten Bankier sind in Tierkreiszeichen Fischen geboren. Sie haben die Spürnase dazu und sie schwimmen im Geld. Also auch die finanzielle Reichtum, aber auch die geistige Reichtum ist hier verborgen. Aber dazu braucht man einen Traum, eine Vision. Und dieser Traum, diese Vision, diese Vorstellung leben, daran zum Glauben, das Vertrauen und dann aber loslassen und einfach geschehen lassen. Diese Überzeugungskraft, all das, was Sie so vorstellen, genau so kommt es auch. Und es wirkt Wunder, weil im Tat ist das wirklich so, dass das genau so kommt auch. Und das ist das ganze Geheimnis in Fischen. Und das hilft dir, deine Träume zu verwirklichen. Aber dann brauchst du eine Vorstellung davon. Dann brauchst du diese Glaube daran und das zu vertrauen. Und auch diese Kraft loslassen, einfach loslassen, geschehen lassen. Nicht bohren, oh, wann kommt es und wie. Nein, einfach dieses Urvertrauen. Das wird kommen, in die richtige Zeitpunkt kommt es schon. Und jetzt sind wir im 12. Lebensbereich. Hier sind die tiefen Geheimnisse des Lebens und alles, was geheim passiert. Alles, was hinter geschlossenen Türen passiert, können wir zuordnen. Und hier schaut man auch in die Tiefe und erkennt man die Ursache an etwas. Und hier sind auch karmische Themen. Hier hast du die wieder. Und im 12. Lebensbereich sind auch die geheimen Feinde. Sonne befindet sich in der Tierkreiszeichen Krebs. Hier im 3. Lebensbereich. Mond befindet sich im Steinbock. Mond hat mit deinen Gefühlen was zu tun. Und du liebst auch Ausland. Du liebst auch die Reisen. Sonne und Mond sind gegenüber. Und das heißt, es war Vollmond in dein Geburtstag. In indischen Astrologie wird gesagt, diejenigen, die in Vollmond geboren sind, die sind die Glückskinder, weil ihren Lebensweg wird immer beleuchtet. Aber achte auch auf dem inneren Gleichgewicht. Mars befindet sich in den Tierkreiszeichen Zwillinge. Mars bedeutet die Kraft, was alles in Bewegung setzt. Mars setzt sich auch durch und das hast du in Finanzen oder dass du zu deinen Werten stehen sollst und verlangst diesen Respekt, diese Wertschätzung auch. Oder setzt du dich ein, deine Finanzen zu verbessern. Mars bedeutet auch der Mann. Bei Zwilling würde das bedeuten, dieser Mann soll intelligent sein. Und hier im 2. Lebensbereich ist es vielleicht ein Kaufmann oder ist sehr wohlhabend und kommt eine finanzielle Unterstützung. Merkur ist rückläufig im Horoskop und diese Rückläufigkeit zeigt Vergangenheit, zeigt oft auch karmische Themen. Merkur steht zum Zeit für die Jugend, für die Kindheit. Und hier hast du Erinnerungen. Erinnerungen an deine Kindheit und Jugend. Und Merkur ist hier im Krebs. Und das bedeutet, in Schulzeit hast du dich oft verletzt gefühlt. Weil Krebs ist sehr feinfühlig. Und wenn du dich immer wieder zurückgezogen hast, dann musst du später lernen, hier dich zu behaupten.
Merkur belehrt uns auch, das ist auch das Wissen auch. Natürlich bedeutet hier die Merkur-Energie im dritten Lebensbereich, dass du sehr intelligent warst, dass du schnell alles verstanden hast, dass du das auch gefühlt hast, dieses Wissen, was die vermittelt haben, und du hast auch ein intuitives Wissen in dir. Jupiter ist in Tierkreiszeichen Zwillinge. Jupiter ist der große Glücksplanet und bringt Glück in Finanzen, vielleicht durch den Partner. Aber Jupiter neigt dazu, immer alles vergrößern. Wenn das darum geht, dass du Geld ausgibst, dann ist natürlich diese Neigung auch da, mehr ausgeben, als du wolltest. Also beide Seiten muss auch anschauen, aber mal grundsätzlich bringt Jupiter dir hier Glück. Venus ist die weibliche Energie, du als Frau. Venus hat auch mit Kunst, Kreativität, mit Schönheitssinn, aber auch mit Selbstständigkeit auch was zu tun. Venus ist auch hier und bringt dir auch Glück. Jupiter ist der große Glück, Venus ist die kleine Glück, aber beides ist Glück und das hast du in Finanzen. Vorausgesetzt ist, dass du zu deinen eigenen Werten stehst, zu deiner Wertschätzung, dann klappt das auch. Saturn ist rückläufig im Horoskop, wieder Vergangenheit, Erinnerungen, oft karmische Themen. Und Saturn ist in Tierkreiszeichen Fischen. Saturn belehrt auch. Saturn lehrt mit dieser Energie umgehen, was die Fische vermittelt, was ich dir erzählt habe. Eine Vision, ein Traum, daran glauben, das Vertrauen und dann loslassen, einfach geschehen lassen, Vertrauen, das Fluss des Lebens. Außerdem zeigt auch, achte auf den Freundeskreis, sei wählerisch. Und du sollst nicht immer mitleidend sein und immer für andere da sein, sondern da brauchst du auch die mal abgrenzen oder Grenzen setzen. Saturn setzt Grenzen. Und die Fische ist Wasserelement. Und das natürlich schwimmt alles. Und hier brauchst du die Grenzen oder Grenzen setzen bei Freunden. Und belehrt dich, deine Träume verwirklichen. Uranus bringt Umbrüche und Veränderungen, sorgt auch für ungewöhnliche Begegnungen, außergewöhnlichen Lebensumständen. Uranus ist im Löwe und das erlebst in deiner Wohnsituation. Außerdem, Uranus liebt das Moderne. Und so ist die Einrichtung hier, wirkt auf deine Wohnsituation. Neptun lässt die Träume leben. Neptun ist rückläufig, zeigt Erinnerungen. Das kann natürlich einschränkend sein, diese Kindheitserinnerungen, dass du nicht deine Träume leben dürftest, aber sind auch karmische Erinnerungen. Außerdem, Neptun ist der Planet der Künstler, weil das ist die Neptun ist das inspirierende Kraft. Das hast du im Waage und das ist dein Talent, deine künstlerische Begabung. Das kann natürlich auch sein, dass diese Kreativität wolltest du in Kindheit leben und da kamen die Einschränkungen. Lerne etwas anderes, das wird nichts. Und die Talent ist aber da, die Talent ist da und das solltest du beruflich auf jeden Fall verwirklichen. Pluto ist im Löwe. Und Pluto zeigt die inneren Kraft. Und du kommst immer wieder zu deiner inneren Kraft, wenn du zurückziehst und zu Hause diese Ruhe bewahren kannst oder meditieren. Dieser Rückzug hilft dir dabei.
Jetzt kommt Rahu und Ketu. Die beiden bilden eine Drache. Dieses Drache-Symbol erscheint in Mythologie, gibt es auch Sternbild Drache, und das symbolisiert unsere Ängste. Und der Drachentöter erzählt diese Geschichte, diese Angst bewältigen, angstfrei leben. Im Horoskop gibt diese Drache auch, aber das ist getrennt und das zeigt unseren karmischen Weg. Der Drachenkörper kennen wir schon und das zeigt alte karmische Erinnerungen, all das, was wir in früheren Leben erlebt haben, und das ist Ketu. Und Ketu hast du in Tierkreiszeichen Waage. Und diese Kreativität, das hast du vom früheren Leben. Du hast dieses Talent mitgebracht. Und Rahu ist die Drachenkopf, das Feld, das, was die Seele sucht in diesem karmischen Reise. Wo ist der Kopf der Drache? Dieser Drachenkopf heißt Rahu und das befindet sich hier im Widder. Und das sind die Geheimnisse zum Erkennen, dass du diese Talente, Fähigkeiten hast und das ist deine künstlerische Begabung, das ist deine Kreativität. Und dann die Widderenergie brauchst, das zu verwirklichen, diesen Mut zu haben, dich zu durchsetzen und sagen, egal was andere meinen, ich mag das einfach. Und dann aber auch tun. In indischen Astrologie gibt es Mondhäuser und das symbolisiert die Tagesbewegung des Mondes. Dazu gibt auch eine mythologische Geschichte. Chandra ist der Mond und verliebt sich an Rohini. Rohini ist eine hübsche, junge, unschuldige Dame, symbolisiert die Morgenröte und der Mond macht einen Heiratsantrag. Und der zukünftige Schwiegervater sagt zu ihm, nun gut, du darfst meine Tochter heiraten, aber du musst auch ihre Geschwister auch heiraten, alle 27. Und der Mond heiratete alle 27 Frauen und jeden Tag besucht eine von seinen Frauen. Und das symbolisiert die Tagesbewegung des Mondes. Und wir schauen diese Mondhäuser auch an. Dein Aszendent befindet sich im Stier in einem Mondhaus und dieser Mondhaus heißt Mruga und Mruga kommt von Sanskrit und bedeutet suchen nach etwas. Deine Seele sucht etwas und soll aber auch finden deine Talente, deine Fähigkeiten oder die Liebe oder der Platz in dein Leben. Und wenn du das in Besitz nimmst, das ist hier Stier, wenn du das gefunden hast und das befestigen kannst, dann blühst du auch richtig auf. Das ist dann deine Persönlichkeit. Und dieses Mondhaus wird von Orion bestrahlt. Orion ist der himmlische Jäger, aber Orion zeigt auch eine Richtung. Die Hunde von Orion zeigen in deine eine Richtung und das ist die Nordpol. Du brauchst Orientierung und deine Wünsche sagen dir, das ist deine Orientierung. Dann hast du Ziele und das ist wichtig. Sonne befindet sich im Krebs und dieser Mondhaus heißt Pushya und das ist dieses Feingefühl zum Haben. Wann soll ich handeln? Wann soll ich lieber nichts tun? Aber das muss alles intuitiv sein oder im richtigen Ort, im richtigen Zeit, im richtigen Ort zu sein. Diese Intuition hast in dir. Mond befindet sich im Steinbock und dieser Mondhaus heißt Shravana und Shravana bedeutet zuhören. Was sollst du zuhören? Dein inneren Stimme sollst du zuhören. Mars befindet sich in den Zwillingen und dieses Mondhaus heißt Punarvashu und wird von Sirius bestrahlt.
Sirius ist die hellste Stern im Himmel, leuchtet wie ein Diamant. Und hier die Mars-Energie, das kann bedeuten, dass dieser Mann ist im vollen Glanz und du bewunderst ihn, oder kann auch bedeuten, dass dieser Mann dich wirklich so unterstützt, dass wie ein ungeschliffener Diamant dich zum Glanz bringt, weil stärkt deine Werte. Merkur ist rückläufig, da hast du Erinnerungen oder karmischen Themen. Merkur im Krebs ist im selben Mondhaus wie die Sonne und das heißt, push hier deine Intuition im richtigen Augenblick, im richtigen Ort zu sein. Und push hier, dieser Mondhaus, bedeutet auch guter Ruf und das hast du auch. Jupiter ist im Zwillinge, befindet sich im Mondhaus Punarvashu, wird von Sirius bestrahlt. Und Sirius ist dieser Glanz, dieser hell leuchtende Stern im Himmel wie ein Diamant. Venus befindet sich in den Zwillingen, aber ein anderes Mondhaus. Und dieses Mondhaus heißt Artra und das zeigt deine Weiblichkeit und das ist lebendige, frische und das Vertrauen, das Fluss des Lebens. Saturn ist rückläufig, hast du auch Erinnerungen an Kindheit, an karmischen Erinnerungen. Saturn befindet sich in Fischen und dieser Mondhaus heißt Uttarapadra und das heißt, Saturn belehrt dich, deinen Gedanken bereinigen, deinen Gefühlen bereinigen und geben und nehmen muss im Gleichgewicht sein. Und wenn du immer für anderen da bist und sie dich ausnützen, dann kippt dieses Gleichgewicht und Saturn belehrt dich, herstelle dieses Gleichgewicht. Uranus befindet sich im Löwe und dieser Mondhaus heißt Purva Palguna, nicht nur Uranus, sondern Pluto ist auch hier im Löwe im selben Mondhaus und das bedeutet, es war mal früher etwas und das wiederkehrt in dein Leben. Das kann auch karmische Erinnerung sein. Und das muss reifen lassen, aber das wird zum Blüte kommen, zum Vollendung. Neptun ist im Waage und Neptun befindet sich im Mondhaus Vishaka. Neptun ist auch rückläufig. Vishaka ist die Feuergöttin und das zeigt das innere Feuer, diese Begeisterung. Du bist von künstlerischen begeistert und du sollst das lebendig machen. Jetzt die Verbindungen. Uranus und Pluto, die beiden hier, werfen eine Spannung auf dein Aszendent, was auch deine Persönlichkeit betrifft. Warum ist diese Spannung? Stier möchte etwas bewahren. Und Stier ist auch ein bisschen bequem und scheut sich von Veränderungen. Stier fühlt sich eher sicher, das, was kennt, will keine Veränderung, eher etwas bewahren. Vielleicht hat sogar ein bisschen Angst vor Veränderungen. Aber Uranus bringt Umbrüche und Veränderungen. Und dann brauchst du wirklich diesen Mut, das auch tun. Und das kann bei Umzug sein, weil hier im vierten Lebensbereich handelt es sich um Umzug. Und wenn dein Schicksalsweg woanders ist oder im Ausland ist, natürlich die Stier neigt dazu, erstmal dazu ein Nein zu sagen. Das könnte dich aber blockieren, weil vielleicht ist das für dich viel, viel angenehmer, wo anderes wohnen oder könnte ich vorstellen, im Ausland zum Wohnen. Mond und Merkur stehen in einer Verbindung und das ist gegenüber. Merkur erinnert dich an die Kindheit. Und Mond symbolisiert die Mutter, Mutterbild. Und das sollst du im inneren Gleichgewicht halten.
diese Erinnerungen. Etwas passierte in deiner Kindheit, was deine Mutter vermittelt hat, was für dich etwas gespiegelt hat im Leben. Und hier, weil hier geht es auch um deinen Gefühlen, Mond bedeutet auch deinen Gefühlen, brauchst immer diese inneren Gleichgewicht. Und Merkur lehrt dich dazu. Merkur ist auch Wissen, du sollst es wissen, so im inneren Gleichgewicht bleiben. Aber das zeigt Mutterthemen. Mars und Venus steht in einer Konjunktion und das bedeutet, sie wirken zusammen. Das ist ein Treffen. Mars und Venus hat getroffen in Tierkreiszeichen, Zwillingen, und sie wirken zusammen. Das kann man gar nicht trennen. Sie sind immer zusammen. Und das hat einen Einfluss auf dein Liebesleben, weil das ist die Liebespaar. Und im Zwillinge erinnere an die Geschichte von Castor und Pollux. Sie sind immer miteinander verbunden. Und das spiegelt sich natürlich auf deine Partnerschaft. Jetzt habe ich noch ein Bild hier in die Mitte von tibetischen Astrologie. Und das hat auch eine Bedeutung, es ist lauter Symbolen. Und hier, wenn du nach außen gehst und etwas bewegen möchtest im Leben, bereinige deinen Gefühlen. Hier regnet, hier oben regnet. Und das hat mit Gefühlen was zu tun. Die blaue Farbe ist die Wasserelement. Und diese weiße Farbe symbolisiert die Metallelement. Und das hat eine reinigende Wirkung. Und so erreichst du etwas in dein Leben, also wirkst nach außen, wenn du deinen Gefühlen bereinigst. Also Angst, Zweifel, Schuldgefühl, all das loslassen. Und du hast immer wieder Chancen, Möglichkeiten und auch Glück. Du hast Glück im Leben, wenn du auch den Mut hast, das auch tun und bewegen und nicht zurückziehen oder einschlafen, diese Chancen, diese Möglichkeiten. Und dieses Symbol hier in die Mitte, die Farben müssen wir betrachten. Diese weiße Farbe gehört zum Metallelement. Das gibt dir die Basis, dieser Sitz. Das hat eine reinigende Wirkung, manchmal eine kühle Wirkung. Und die ganze Kleid hier, auch der Kopf, alles ist rot. Das ist die Feuerelement. Also nicht so hitzig sein und unüberlegt und stürmisch, sondern du brauchst ein bisschen kühlen, etwas abkühlen und so kommst du in inneren Ruhe, in inneren Gleichgewicht. Du bist extravagant, leidenschaftlich, charmant, abenteuerlustig, intelligent, du hast eine charismatische Ausstrahlung. Du brauchst aber Anerkennung im Leben, du setzt dich für Freunde ein, bist immer für andere da. Es wechselt öfters mal dein Beruf. Du kannst geschäftlich viel erreichen, aber dein Ungeduld kann dich dabei bremsen. Dann kommt im Geschäftlichen, in Finanzen eine gewisse Schwankung, wenn du ungeduldig bist. Du reist auch gerne. Und die Zahlen haben auch eine Bedeutung. Die Glückszahl ist hier die 4 im Erdeelement und das bedeutet, du brauchst Sicherheit, Stabilität und du erreichst es auch. Auch die Besitz und Finanzen, damit hast du Glück. Die wichtigste Thema in deinem Leben ist, das Zahl zeigt hier die Zahl 7 im Rot, im Feuerelement und das heißt, die Chancen, Möglichkeiten wahrnehmen und auch den Mut haben, das auch tun. Und die Schicksalszahl ist hier die Zahl 1 im Metallelement und das bedeutet, achte auf dein Selbst, wenn das alles zu stürmisch ist oder bringt dich das aus der Ruhe, vielleicht kommt auch Wut, dann brauchst du diese kühle Haltung, die Ruhe bewahren, auch die inneren Gleichgewicht. Liebe Leida, so könnte ich dein Horoskop erklären. Ich bedanke mich für dein Anvertrauen, ich bedanke mich auch für diesen Auftrag. Alles Gute, alles Liebe von Dendera.